Hallo liebe Zoofreunde, mein Name ist Thomas Rolle und ich nehme euch heute mal mit zu unseren Neuzugängen im Juni und zwar unseren Fander-Decken-Tokos. Die Fander-Decken-Tokos oder auch Deckens-Toko genannt sind beheimatet in Ostafrika, Äthiopien, Kenia, Tansania. Da leben sie also in Savannen, in Buschlandschaften. Auch wenn die Tiere hier keinen Bedrohungsstatus haben, also nicht stark gefährdet sind in der Natur, ist das trotzdem auch für uns als Zoo und gerade für unsere pädagogische Abteilung eine sehr wertvolle Tierart, weil da können unsere Pädagogen den Besuchern oder bei Führungen erklären, was Höhlenbrüter sind, weil das eben wirklich eine spezielle Sache ist. Wir haben schon seit 2001 Tokos gehalten hier im Zoo. Dann gab es eine Zeit lang, wo eben keine Tokos bei uns im Zoo waren. Aber seit Juni haben wir aus dem Zoo Halle unser Weibchen bekommen und aus dem Zoo Hundin haben wir das Männchen erhalten. Ich höre oft immer von den Kindern, oh ja, das ist ja der Lasu aus König der Löwen. Nicht ganz, es ist zwar auch ein Hornvogel, aber der Sasu war ein Rotschnabeltoko. Und die unterscheiden sich natürlich ein bisschen vom Gefieder, auch vom Schnabel her. Aber so ganz verkehrt ist es nicht, sie gehören eben zu den Hornvögeln. Wenn ich jetzt euer Interesse geweckt habe, dann würde ich mich sehr freuen und meine Tierpfleger und die Tiere natürlich auch, wenn ihr einfach mal in den nächsten Tagen, Wochen in den Zoo kommt und hier gegenüber dem Warzenschwein oder auch gleich neben den Tansania-Stummelaffen unsere Tokos besuchen würdet. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.